Diese Botschaft ist all jenen gewidmet, die jeden Tag ihren tiefen Leidenschaften folgen und ihre Träume verwirklichen. Rumbotukal präsentiert die Botschafter einer neuen Ära. Die, die ihrem Herzen folgen. Die, die den Mut haben, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Die, die die wahre Leidenschaft als die Essenz ihrer Existenz ansehen. Diese Botschaft geht an alle, die sich in diesem Moment entscheiden, ein besonderes Leben zu führen. Tu es, denn du bist einer der neuen Botschafter dieser Welt. Botschafter einer neuen Ära. Von etwas Wertvollem und Leidenschaftlichem, das es verdient, mit anderen geteilt zu werden. Deinem Leben. In der heutigen Welt brauchen wir mehr Menschen, die Grenzen überwinden. Die Welt braucht mehr Botschafter. Und jetzt sprechen wir mit Heinrich Villiger. Herr Villiger, die 11. Casa del Hilbano, jetzt in Koblenz, heute am 21. Januar 2016 eröffnet. Die Entwicklung dieser Casas in den letzten Jahren ging eigentlich recht steil voran. Wenn Sie vielleicht unseren Zuschauern noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen einer Casa del Hilbano und einem Habano-Spezialisten darstellen würden. Ja, die Bundesrepublik Deutschland ist ja ein erfolgreiches Land. Wir haben eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Also wir haben, das ist ja auch eine Problematik, die wir weltweit eigentlich haben. Es gibt immer mehr reiche Leute, es gibt immer mehr arme Leute. Aber das können wir ja nicht beeinflussen. Dass die armen Leute keine Havannas rauchen können und sich leisten können, das tut mir natürlich leid. Da hätten wir noch ein Potenzial, aber wenn man sie nicht zahlen kann, kann man sie sich auch nicht kaufen. Nein, wir haben in Deutschland eigentlich eine positive Entwicklung. Wir haben jetzt in den letzten ein, zwei Jahren haben wir zwei, drei neue Casas aufgemacht. Wir hatten Saarbrücken, das letzte ist jetzt, was heute eröffnet worden ist, das ist hier in Koblenz. Wir möchten ja eigentlich in jeder größeren Stadt ein Casa haben. Wir haben noch einige weiße Flecken auf der Landkarte. Wir haben zum Beispiel noch kein Casa in München. Wir haben einige größere Städte, wo sicherlich das Potenzial da wäre. Aber wir brauchen natürlich auch einen Kunden, einen Partner, der in der Lage ist, diese ganzen Auflagen zu erfüllen. Den haben Sie jetzt in Koblenz gefunden? Den haben wir hier bei der Familie Wilde gefunden. Das ist auch ein Familienunternehmen, das ist natürlich sehr schön. Wir haben das Vater und Sohn und Tochter. Das ist ja eigentlich eine einmalige Konstellation. Das sind Leute, die motiviert sind. Und wenn das richtig gemacht wird, ist das auch für den Kooperationspartner, ist das auch ein sehr schönes Geschäft. Ja, ich habe aus den Worten von Jürgen Wilde gehört, dass er auch wirklich stolz darauf ist, dass ein Familienunternehmen mit Tochter, mit Sohn führt, dass er auch den Fortbestand des Unternehmens darin gesichert sieht. Das ist ja leider nicht immer der Fall. Und insofern ist das, glaube ich, auch ein bisschen Zukunftsmusik, was wir heute sehen. Casa del Hilbano, Koblenz, werden wir auch die nächsten Jahre noch erleben dürfen. Ja, also ich bin ja nicht jeden Tag im Tagesgeschäft nicht so involviert, aber ich beurteile das positiv. Wir haben ja auch negative Erfahrungen. Wir haben zum Beispiel habe ich selber aufgemacht in Bern, das hat nicht funktioniert, kann passieren. Die Location, also der Standort war nicht gerade gut. Wir hatten die Frequenz, keine Kundenfrequenz und haben es nicht geschafft. Wir hatten auch ein Casa in Genf, das nicht funktioniert hat. Wir haben auch eine Casa in Frankfurt eröffnet. Das hat auch nicht funktioniert. Dann hatten wir ja es kann mal passieren. Wir hatten auch unsere ersten deutschen Casas in Deutschland war ja im Raum Köln, das hat auch nicht funktioniert. Das kann passieren, nicht? Ja gut, es ist auch ein Unterschied. Frankfurt war ja, sagen wir mal so, das war ja ein Neugeschäft. Ja. Familie Wilde betreibt ja dieses Geschäft schon sehr, sehr lange und kann praktisch hier partizipieren an den Kunden, die es gibt.
Also das muss jemand sein, der sich persönlich involviert. Das kann Gasser, das war ein Herr, der war in einer völlig anderen Branche und hat gemeint, das kann man so nebenbei machen. Das funktioniert nicht. Nebenbei geht nichts in diesem Leben. Das kann immer passieren. Aber die 11, die wir haben, sie funktionieren gut. Weltweit sind es ja 147. Das Konzept, ich finde ein gutes Konzept. Es gibt ja auch andere Markenartikelunternehmen. Ja, die Modebranche, die macht das ja auch. Nehmen Sie die Giorgio Armani und diese ganzen italienischen, französischen Modeschöpfe, die haben auch ihre eigenen Vertrieb für Einzelhandelsgeschäfte. Nicht? Und man möchte natürlich als Hersteller, wenn man natürlich ein eigenes System hat, hat man auch ein gesichertes Absatzkonzept. Wenn Sie nur von Fremden an, also Sie haben natürlich sehr viel mehr Sicherheit, wenn Sie das selber in der Hand haben. Ja klar. Also, gut, wir machen es ja nicht allein, wir machen ja die Partner, das ist ja eine Partnerschaft. Die Marke wird gestärkt, die Marke wächst damit, die Marke wird öffentlicher als vorher und damit dürfte eigentlich der Absatz für alle positiver gestaltet werden. Kommen wir mal zu Kuba. Ich habe den Herrn Puschka schon gefragt, in 3 Wochen geht es ab nach Kuba, sind Sie auch dabei? Ja, wobei ich keine, wissen Sie, das ist keine... Ich gehe hin, aber ich habe keine bestimmte Aufgabe. Also ich werde unsere Kunden begrüßen. Wir machen diesen Fifth Avenue Interabak-Abend. Habe ich natürlich Gelegenheit, mit unseren Kunden Gespräche zu führen, die Leute zu begrüßen, auch Kontakte mit den Havanas, mit den oberen Herren. Aber eigentlich habe ich keine Aufgabe. Also ich muss da nichts machen. Also für mich sind das schon eine ganze Menge Aufgaben, die Sie gerade aufgezählt haben. Ja, aber gut, in Kuba ist mehr, viel Smalltalk, wie das so schön heißt. Hände schütteln, aber es ist auch gut, wenn man Gelegenheit hat mit den Kunden. Die habe ich alle zusammen, nicht? Sonst musste ich ein Jahr lang in der ganzen Bundesrepublik herumfahren und hier sind ja alle wesentlichen Geschäftsfreunde da. Und es ist natürlich auch schön, wenn man mit dem Konsumenten, mit dem Raucher Kontakt haben kann. Also das ist eine eine monumentale Veranstaltung, wo man einfach dabei sein muss. Glauben Sie, dass Sie auch dort Zwischentöne zu der neuen Annäherung zwischen Kuba und zwischen den USA hören werden? Ja, das wird zum Teil auch missverstanden. Wir haben das Embargo. Jetzt kommen diese Annäherungen. Und das war ja bisher ja schon so. Also es ist ja nicht so, dass zwischen Amerika und Kuba keine Kontakte bestanden. Die Botschafter wurden damals zurückgerufen. Das ist eine reine diplomatische Entscheidung. Aber die Amerikaner sind nach wie vor, waren in den letzten Jahren weiterhin da. Die hatten ihre Mission. Das hieß einfach nicht Botschaft, sondern das hieß Mission. Und die Kubaner hatten eine Mission in Washington. Und die Schweiz hat ja damals in dieser Phase, die Schweiz hat die Interessen von den Amerikanern in Kuba vertreten. Und ich habe mal mit einem schweizerischen Botschaftsmitarbeiter gesagt, macht Ihnen das sehr viel Arbeit? Ich sagte, nein, wir haben damit nichts zu tun, wir liefern den Amerikanern lediglich das Briefpapier. Schweizer Botschaft, amerikanische Interessenvertretung. Aber die Arbeit machen nicht wir, das machen die Amerikaner selber. Jetzt hat man einfach diese Missionen, diese Missions, wieder umgetauft in Botschafter und sind also jetzt, der Status ist ein anderer, aber geändert hat sich bisher noch nicht viel. Was sich geändert hat, ist mehr Kosmetik. Also, wobei, das sind zwei, das Problem ist, wir haben hier ein Staatswirtschaftsland auf der einen Seite, wir haben die freie kapitalistische System auf der anderen Seite und die Berührungspunkte, das ist der kritische Punkt, wo man sich, das sind zwei unterschiedliche Mentalitäten, die zusammentreffen und da die Kurve zu kriegen, nicht so einfach. Ja, dann sind wir einfach gespannt, was Sie an Informationen in den nächsten 4-5 Wochen mit aus Kuba zurückbringen. Wir sehen uns garantiert beim nächsten Gespräch. Natürlich werden Sie auch schöne Zigarren in Kuba kosten dürfen. Was natürlich Priorität hat, das sind nicht die diplomatischen Beziehungen. Die Priorität ist, kriegen wir genügend Zigarren? Das ist das Problem. Und da sind wir wieder abhängig von der Ernte. Das ist ein Land, da sind wir im Bereich Landwirtschaft. Das sind ja keine Produkte, die man auf der Drehbank mit einer vollautomatisch gesteuerten Drehbank macht. Und im Moment ist eine Knappheit da an gutem Deckblatt und darunter leidet die Verfügbarkeit der Top. Behike und Coiba und die Top sind einfach nicht da. Und wir sind zuständig für Deutschland, Österreich, Polen, jetzt Schweiz haben wir auch. Und diese Knappheit, die Ware zu verteilen, damit jeder was kriegt, ist nicht so einfach.
Ja, man muss immer dann die Partner, in diesem Fall die Casa de Helbanos und die Spezialisten, also bei Laune halten und natürlich dem Endverbraucher das plausibel rüberbringen, warum das denn gerade so ist. Ne? Ja, gut, das wird uns natürlich dann unterstellt. Die andere Casa, die Casa kriegen die Creme der Creme und wir kriegen dann den Rest. Aber das wissen Sie, wenn eine Knappheit das richtig zu verteilen, das ist eine Aufgabe, die fast nicht lösbar ist. Ne? Ich denke, Sie lösen die mit Ihren Mitarbeitern und mit Ihren verantwortlichen Managern und wünschen da die richtige Hand, wie immer, dazu. Wir geben uns Mühe und stecken auch die Kritik ein und nehmen die uns zu Herzen, aber wir kriegen das. Es ist die Frage, wie man die Kurve kratzt, aber wir kriegen es schon hin. Ich habe den Eindruck, heute Abend hören Sie keine Kritik. Danke. Danke für das Gespräch. Ja, Christoph Puschka, mein wirklich sehr liebenswerter Gesprächspartner in vielen Einzelinterviews auch rund um die Messe oder bei diversen Events. Christoph, das Jahr hat frisch angefangen und gleich geht es mit einem Schlag los. Neue Casa de Helbano in Koblenz, die 11. in Deutschland. Das ist so eine stolze Zahl. Wann ging das eigentlich los? Wann war die erste Casa und wo war die? 1995, wenn ich mich nicht irre, in Meerbusch bei Düsseldorf. Von Christoph Wolters war die erste Casa de Helbano. Und die nächste war dann in Berlin, das war etwas vor meiner Zeit. Aber da müsste ich lügen. 97, 98, sowas. Muss man nicht alles aufarbeiten jetzt? Ich finde nur, es ist eine sensationelle Entwicklung. Nicht alles hat immer so geklappt, wie man sich das vorstellt mit Partnern, aber das ist im Business ja ganz normal. Für dieses Jahr, für das Jahr 2016, habt ihr bei der Fifth Avenue mit den kubanischen Zigarren einige Events wieder, schon in der Vorplanung. Also in 3-4 Wochen geht es nach Kuba. Was erwartet euch da? Eine große Cohiba-Feier? Ja, da erwartet uns das traditionelle Festival del Habano. Jedes Jahr in der letzten Februarwoche. Und dieses Jahr natürlich ist ein besonderes Jahr, weil 50 Jahre Cohiba, das ist ein Jubiläum, das feiert man nicht alle Tage. Schließlich die berühmteste und wahrscheinlich auch bekannteste Habanos-Marke der Welt. Ja, und wenn die ein halbes Jahrhundert alt wird, dann ist das schon besonderer Anlass und man wird auch besondere Produkte für diesen Anlass sehen. Kommt auch die Tocadera, die erste Cohiba für den Fiedel gewickelt hat, gerollt hat, dazu? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ein paar Überraschungen muss Habanos ja noch für uns bereithalten. Könnte sein, ja. Ja, wir hatten ja vor einigen Jahren schon mal eine der Damen, die eine der Mitbegründerinnen der Fabrik war. Es waren sogar zwei Damen schon da, die damals in der allerersten Phase Cohibas gerollt haben. Die waren in Deutschland schon auf Tournee, sind also schon bekannt. Ja, also es ist ja immer ein riesengroßes Event, weltweit beachtet auch. Nicht nur von den Tabak- und von den Zigarren-Aficionados, sondern es ist wirklich ein Event, das auch über die Grenzen hinaus bekannt ist. Ist das denn so, dass das auch überall positiv rüberkommt? Dass die Veranstaltung größer wird? Oder? Ja, natürlich. Also ich denke, das Interesse international ist riesengroß, es ist da. Jetzt weiß man natürlich, wenn man die Tagespresse verfolgt, dass Kuba sich mit den Vereinigten Staaten da etwas annähert. Das zieht natürlich auch nochmal mehr Leute ran. Und das ist natürlich immer bei einer Veranstaltung, die so groß geworden ist, immer dann die Frage oder die Angst, ob es vielleicht unpersönlich wird. Ich denke, durch die verschiedenen Gruppen natürlich, es kommen ja verschiedene Nationalitäten reisen an. Wir selber auch mit einer Reisegruppe von Leuten aus Deutschland und Österreich. Wir werden wahrscheinlich mit 80 Leuten dahin reisen. Ich denke, dadurch bleibt natürlich dann doch wieder eine gewisse, viele kennen sich natürlich, eine gewisse Verbundenheit da und es wird dann einfach wieder greifbarer und auch anfassbarer. Also es ist keine anonyme Großveranstaltung. Wir sind gespannt auf die Wasserstandsmeldungen, die uns dann aus Kuba erreichen. Hoffentlich nicht, indem ihr im Wasser steht. Ja, zur Zeit ist es so. Gab es alles schon, ne? Ja, zur Zeit ist, glaube ich, Hochwasser. Im Oktober des Jahres dann der Habanos Day auch wieder dran, also ein Jahr Pause, dann wieder 2016 aktiv, diesmal in Kassel. Ja, wir versuchen da immer Kuba für einen Tag nach Deutschland zu holen, verbringen einen Tag zusammen mit vielen Fachhändlern, mit vielen Zigarrenliebhabern, mit Zigarrenclubs, mit Journalisten. Ein Tag rund um die Habano zu verschiedenen Themen.
Und wir genießen das immer sehr und ich denke die Gäste auch, denn das Interesse ist jetzt schon riesig. Die Leute scharren mit den Hufen, obwohl es ja noch über ein halbes Jahr hin ist, wollen sich endlich anmelden und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Gibt es da jetzt schon Leute, die sich anmelden können oder kann man sich schon anmelden? Ja, ab nächster Woche kann man sich anmelden. Also, nichts wie anmelden. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Heimweg nach Waldshut-Tingen morgen oder übermorgen. Dann natürlich auf Kuba eine herrliche Zeit, viele gute Gespräche. Bitte bringen wunderschöne Produkte mit oder zumindest die Ankündigungen dazu. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Und dann hören und sehen wir uns wieder und bis dahin gute Zeit, Christoph. Vielen Dank. Danke. Okay.